Wir treffen uns heute zu einer Sternstunde der Bedeutungslosigkeit, Zitat Rocco Schamoni. Beinahe die gesamte Sportmedienprominenz der Steiermark misst sich heute in Lannach beim Eisstockschießen oder wie es heute heißt, Brathändelschießen. Ja, und beim Eisstockschießen geht es unweigerlich auch um den leicht erhöhten Alkoholgenuss. Wobei, Journalisten trinken doch nicht, oder? Niemals. Faberkrönung, Deinert, Lila, Grappa, Calvados, Tequila, Asbach, Uralt, Spätburgunder, Wermut und Pernod. Absolutes Alkoholverbot, zumindest am Eis. Was danach abseits des Eises passiert, kann ich jetzt nichts dafür garantieren, dass da nichts getrunken wird, aber normalerweise bleiben wir heute bei Wassertee. Was ist denn das jetzt genau, bitte? Einmal Rumtee und einmal Schnapstee. Beim Sport natürlich keinen Alkohol, aber hinten nach geben wir gnadenlos Gas. Und das ist der Chef, ja. Ich bin der Chef. Keiner kann mehr laufen, doch wir können noch saufen. Wir haben Grund zum Feiern. Beide Geschäftsführer der Antenne greifen gleich zu, dabei heißt es, Journalisten trinken nichts. Wir trinken auch nichts, wir kauen das ja. Wir brauchen ja den ganzen Abend, dass uns das ganze Gespulettel mal warm hält. So ein Liter Schnapste? Ja, und zwei Teesackerl drinnen, genau. Und viel Zucker. Prost, Rudi. Prost. Wir haben Grund zum Feiern, ist uns auch speiübel, bring den nächsten Kübel. Mir kommt es irgendwie davor, ein bisschen wie beim Boccia-Spielen, nur kälter ist. Ja, das hast du mal gut erkannt. Kälter eindeutig. Dann gibt es noch Unterschiede. Es ist kein Sand, sondern Eis. Es ist ein bisschen Schnee rundherum. Aber sonst schaut es eigentlich recht gleich aus, weil ich bin gleich schlecht wie beim Boccia-Spielen. Und nebenbei das eine oder andere Bier geht auch noch. Aber Journalisten trinken nichts. Echt? Spielen wir heute mit einem Meier? Entschuldigung, mit was? Spielen wir heute mit einem Meier hier? Mit einem Meier? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. So nennt man den Moor. Okay, der Moor kommt von Meier. Das weiß ich auch. Der Meier bin natürlich ich. Der Herminator, der Eisinator, wie auch immer mal, der Saginator. Nennt mich, wie ihr wollt, ich bin der Beste auf Eis. Ich tue ihn einfach weg da draußen. Sie sind ja groß gebaut, kräftig gewachsen, das wird ja sicher ein toller Schuss. Ja, bleibt mit der Kamera drauf, wirst du schon sehen. Erstes Statement. Was Männer nie gern sagen, zu kurz. Wer ist denn in eurer Mannschaft heute der Meier? Wer ist der Meier? Das heißt Moor. Also du bist ja mit Eishockey, ist ja gar nicht deins, gell? Wie ist das Eishockey? Also Eishockey ohne Schläger, dafür mit Stock hat zum Schießen. Der Moor kommt ja von Meier. Kommt von Meier? Weiß ich gar nicht. Wie schaut es denn eigentlich aus mit dieser Daube? Woher kommt denn dieses Wort? Sind wir taub? Also, ich könnte jetzt ganz blöd sagen, das hat damit zu tun, dass man früher eine tote Taube hingelegt hat, aber diese Taube wird mit weichem D geschrieben, ja. Also es hat mit einer Taube in dem Sinn eigentlich gar nichts zu tun, aber wir schießen dennoch auf die Taube. Taube von Möglichkeit A ein Vogel, Möglichkeit 2 schwerhörig, Möglichkeit 3 wäre die Vermischung ein schwerhöriger Vogel, das wäre allerdings dann schon vom Schicksal sehr hart bestraft. Das ist ein Lustiger. Also das ist ein Lustiger, muss ich sagen. Da muss ich mal in die Kamera schauen. Der ist wirklich lustig, der hinter mir. Ja, aber du redest schon fast wie der Lugner. Nur das Gesicht eigentlich. Schaut, der hat das gleiche Gesicht wie der Lugner. Ja, ehrlich. Meine Damen und Herren, es ist das Match, auf das alle gewartet haben. Andrea und Michi werden sich jetzt matchen beim Eisstock-Weitschießen, kann man das eigentlich sagen. Andrea, du bist frohen Mutes? Total. Ich bin... Den hau ich weg. Den haust du weg. Michi, was sagst du? Ich hab Angst. Du hast Angst vor der Andrea oder vorm Eis? Vor beiden. Wir suchen dringend nach einem Namen für ihn. Welchen Namen würdest du ihm geben? Feizwergmann. Das gefällt mir nicht. Wie heißt denn du eigentlich? Brödel. Brödel? Brödel. Naja, vom Gesicht kommt hin. Vorsicht, Vorsicht, ich habe einen Rechtsschutz, den ich nie braucht, aber irgendwann brauche ich die Basis. Andrea? Die Schlacht kann beginnen. Pass auf, spare deine Kräfte ein. Es ist ein weiter Weg bis zur Taube. Es ist schwer. Und lass dich von mir nicht irritieren. Der war fast ein bisschen zu. Oi, mein lieber Schwan. So, Michi, das musst du jetzt stoppen. Meine Damen und Herren, es knistert hier am Eis. Es knistert, es brennt. Der Michi geht in die Hocke und er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Das Match ist entschieden. Schönen Abend.